Quo vadis, Schnüdel? Bereits früh in der Saison stellt sich nach zwei Niederlagen zuletzt die Frage, wo der Weg der Schweinfurter in dieser Saison hinführt. Gegen die zuletzt gegen Tabellenführer Haching siegreichen Burghausener muss auf alle Fälle eine Leistungssteigerung der Hauser in den Grünen her, um nicht ähnlich wie vergangene Spielzeit frühzeitig den Anschluss nach ganz vorne zu verlieren. Sah aber zunächst ganz gut aus für die Gastgeber. Sie legten einen Traumstart hin. In der dritten Minute wird Tim Kraus perfekt freigespielt und der 22-Jährige hat dann keine große Mühe mehr, das ganz frühe 1:0 zu erzielen. Doch Wacker zeigte sich wenig beeindruckt. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie und nach 17 Minuten fiel der Ausgleich. Allerdings dank äußerst freundlicher Unterstützung von Schnüdelkeeper Bennett Schmidt, der da den Flutschfinger macht. Der Freistoß kam von Dennis Ade, der damit auch der offizielle Torschütze ist. Auch danach neutralisierten sich beide weitestgehend im Mittelfeld, so dauerte es bis zur 33. Minute, ehe diese Aktion der Oberbahn für etwas Aufregung sorgte. Andrea Bosniak wird aber noch abgelaufen von Lukas Zeller. Und dann gleich nochmal die Gäste. Schweinfurt klärt nicht konsequent und so kommt Eckschnüdel Edin Hüseni an die Kugel, aber Schmidt macht die kurze Ecke dicht. Auch wenn der Ausgleich schon sehr glücklich zustande gekommen war, ging dieses 1:1 zur Halbzeit, angezeigt übrigens auf der brandneuen Schweinfurter Anzeigentafel, absolut in Ordnung. Die Hausern versuchten eingangs der zweiten Hälfte einen ähnlichen Raketenstart wie in Durchgang 1. Diesmal wird der Abschluss von Kevin Ferry aber geblockt. Danach übernahmen aber die Gäste eine ganze Zeit lang das Zepter. Nachdem ein Schnüdelverteidiger unter dem Ball durchtaucht, jagt Bosniak selbigen dann doch klar drüber. Überhaupt lag in der Viertelstunde nach der Pause der Burghausener Führungstreffer durchaus in der Luft. Schmidt musste mehrfach energisch zupacken und einmal hilft dann auch noch die Unterkante der Latte. Doch nach gut einer Stunde hätte es dann urplötzlich auch 2:1 für die Hausern entstehen können. Torjäger Adam Schabiri mit jeder Menge Platz auf links. Er legt ab für Christian Böhnlein, der schießt Torwart Markus Schöller an. Und auch der Nachschuss von Georgios Spanoudakis, übrigens ein Ex-Burghausener, geht nicht rein, sondern wird noch von der Linie gekratzt. Ganz dickes Ding für die Gastgeber. Und auch wenn Wacker in dieser Phase optisch überlegen blieb, auch die nächste Großchance spielte sich auf der anderen Seite ab. Schabiri schickt in der 72. Minute den eingewechselten Pascal Moll, aber der lupft die Kugel doch recht deutlich drüber. Die Schlussviertelstunde gehörte dann jedoch eindeutig den Hausherren. Angriff um Angriff rollte auf das Burghausener Gehäuse zu, allerdings so richtig zwingend wurde es dann auch nicht mehr. Und so stand am Ende eine Punkteteilung zu Buche. Ja, ich glaube, wir kommen super in das Spiel rein, machen schnell das 1-0 für uns, was natürlich auch Vertrauen gibt. Kriegen dann ein scheiß Gegentor. So müssen wir es einfach auch klar sagen, dass wir uns ein bisschen den Stecker zieht bis zur Halbzeit. Da war Burghausen dann griffiger, sie waren besser, sie haben auch besseren Fußball dann gespielt. Uns hat der Zugriff gefehlt, wir sind viel hinterhergelaufen. Ja, haben uns in die Halbzeit eben mit dem 1-1 eben auch reingebracht, sage ich mal. Auch der Start der zweiten Halbzeit war noch nicht so. Und dann haben wir gemerkt, dass wir total fit sind, dass wir marschieren können. Und dann fehlt uns der letzte Punch. Aber trotzdem muss ich sagen, Kompliment an die Mannschaft dann zum Schluss, wie sie gearbeitet haben, wie sie drin waren. Und das nehmen wir auch das Positive mit. Den Punkt nehmen wir auch gerne mit. Ich muss sagen, ich glaube, das ist ein sehr faires Resultat mit Unentschieden. Beide Mannschaften haben verdammt viele Chancen gehabt. Ich glaube, das war ein geiles Spiel für die Zuschauer. Am Ende des Tages würde ich sagen, wie gesagt, fair, Punkt nehmen wir. Ein Punkt, der am Ende Wacker Burghausen wohl deutlich mehr weiterhelfen dürfte als den Schweinfurtern. Die treten nämlich nach dem dritten Sieglos-Match in Serie weiter auf der Stelle.